Moin moin, liebe Leute, herzlich willkommen. City Skylines wollte ich schon sagen, ne? High Rise City geht in die nächste Runde. Wir haben ja die ersten Ingenieure in der Stadt. Das ist natürlich, wir arbeiten jetzt auch am Meilenstein. 309 Ingenieure sind das immerhin schon mal. Die werden aber auch wieder ganz andere Bedürfnisse haben. Da müssen wir dran arbeiten. Und das heißt, was wollen sie? Die wollen Chili. Ja, Gewürze generell ist, ne? Ist nur das Chili-Symbol. Die hätten gerne Backwaren, die hätten auch gerne Bier. Also es ist gar nicht mal schlimmer als die anderen. Die sind aber insgesamt not amused. Das reicht denen nicht hier. Mit 59%iger Zufriedenheit ne, ist nicht so schön. Wobei, ich sehe da doch auch noch irgendwas mehr, was ich hier noch gar nicht sehen kann, weil wir es bestimmt noch nicht haben. Weil da sind noch mal zwei Minus mit irgendwie Bücher oder was ist das? Und ansonsten geht's. Moin, moin, Leute. Und gleich neben dem Finanzamt die Ingenieure hier. Ja, das heißt, jetzt brauchen wir, haben wir Eisenbahnmangel, Werkzeugmangel. Insgesamt machen wir aber gerade ganz gutes Plus, das ist schon mal wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in der Folge, wir kriegen das ja nicht so richtig komplett schnell geupgradet oder so. Das Eisen ein bisschen auf Lager. Naja, ein bisschen, ne? Ich würde nämlich sagen, dass wir eigentlich noch eine weitere Eisenschmelze bauen. Und dann brauchen wir noch eine Werkzeugschmiede wahrscheinlich. Und das Ganze natürlich gerne hier irgendwie so in Reichweite. Oder eben, vielleicht machen wir das auch hier hin, ne? Wenn ich jetzt nochmal so ein Planungsbüro bauen würde. Hier zum Beispiel. Ressourcen fehlen, Werkzeug fehlt. Okay. Oder so. Ja. Neue Forschung. Glaube ich, nur so ein Info-Ding, oder? Ich habe nicht so viel Forschungspunkte. Große Farmfläche können wir machen. Farmen können eine maximale Baugröße von 150% haben. Produktionskapazität von Schaffarm, Produktionskapazität, Getreide, Gemüse, also nochmal 10% mehr, habe ich jetzt gemacht. Ne? Wir haben ja auch schon ganz gut was geforscht. Jetzt können wir hier schon wegscrollen und hier wäre so Brücke und dann Produktionskapazitäten und so weiter und so fort. Statt verschönern ist jetzt auch nicht unbedingt, ne? Liegt jetzt nicht unbedingt mein Fokus drauf hier. Kino haben wir noch gar nicht. Und Stadtpark haben wir noch nicht. Ist natürlich eigentlich beides so ein bisschen in Reichweite von denen hier zu bauen. Ne? Also von denen, die sowieso Freizeitbespaßung haben wollen. Ach, der Lärm. Wieder gemeckert gleich, dass es zu laut ist oder so. Ein Park kann ja nicht so laut sein, ne? Wollte sich aber so ein bisschen nachher auf die Freizeitbespaßung hier auswirken. 53 haben sie jetzt, vielleicht wird es ja ein bisschen mehr, wenn das gebaut ist. Moin moin. Hypers war laut, ne? Darüber haben sie sich aufgeregt. So also ein bisschen die Reichweite, schon eine ganz schöne Reichweite tatsächlich. Also wenn wir den hier hinsetzen, dann zählt das auch für diese ganzen Hütten. Und dann dürfte hier die Freizeit genau. Aber der Stadtpark hat schon ein bisschen was gebracht. Auch hier ist es gestiegen, ne? Das ist gut. Irgendwo das Kino, was hat das für eine Reichweite? Ressourcen fehlen, Attacke. Steine fehlen.
Dabei haben wir doch jetzt hier noch eine Ziegel. Was soll ich denn da noch verbessern? Also, wie viel Ziegeleien brauche ich? Sagst du so, Jenny? Die Frage ist, wie schlage ich mich bisher in dem Spiel? Es geht, ne? Also, es sieht schon noch ein bisschen Stadt aus. Ist natürlich immer noch überschaubar. Ich finde dafür, dass wir noch nicht mal 10.000 Einwohner haben. Das hier mit so einem Wohngebiet, also das haben wir bei uns nicht, ne? Dafür haben wir natürlich mehrere kleinere Wohngebiete hier bei uns im Dorf. In der kleinen Stadt, wie auch immer. Aber ich denke, das geht einigermaßen. Holz ist also mehr als genug da. Das heißt, ich würde tatsächlich nochmal sehen, eine weitere Köhlerei zu bauen. Weil, oder kriegen wir jetzt schon Kohle oder war das erst in der nächsten... War das erst im nächsten Zweig dann irgendwann freigeschaltet? War erst im nächsten Meilenstein, ne? Aber man kann es ja sehen. Nächstes Mal würden wir eine nationale Spedition, die Wasserpumpe, Stadion, Freizeitpark, Hafen, eine Kohlemine. Müssen wir nicht das kostbare Holz irgendwie komplett verfeuern, ne? Das fällt einem ja so ein bisschen. Aber 6000 Ingenieure bauen wir auch nicht mal im Vorbeigehen auf. Weil die eben relativ viel Eisen und Dings brauchen und... Gerichtsgebäude können wir auch machen. Gerichtsgebäude können für die Stadt Fettown Gesetze erlassen werden, die Gesetzesfenster zur Bilanz zu erreichen, Gesetze bringen oder Kosten gelten. Habe ich keine Bevölkerungsanzahl. Das ist auch 10. Wasser und Strom haben wir noch genug. Was sind unsere Werkzeugproduktion eigentlich? Also hier wird Eisen geschmolzen. Hier wird Kohle gestapelt, auch Kohle gemacht. Und hier wird eigentlich Werkzeug produziert. Der ist auch nicht in Reichweite vom Planungsbüro, ne? Also zu wenig Eisen, zu wenig Werkzeug. Das kann ich euch sagen. Weil auch die Ingenieure, auch wir haben auch hier dichtes Büro jetzt, ne? Hier unten haben wir nicht mehr genug Kirchenreichweite, deswegen sind sie recht unglücklich tatsächlich. Und was meckern die noch? Gesundheitswesen ist hier unten auch nicht so pralle. Hier, der hat sogar gar nichts mehr. Also entweder muss ich hier einen Break machen, was diese Versorgungsgeschichten angeht, weil die, naja, die sind also alle hier. Deswegen ist der Gesamtschnitt. Ich gucke hier oben gerade Gesamtschnitt, ne? 84% der... ich sag mal hier der, ne, dieser einfachen, der ersten Bevölkerungsschicht sind 84% zufrieden, 96% in der zweiten Zufriedenheitsschicht, also das sind hier die ganzen, diese Häuser, ne, die Mehrfamilienhäuser und gut 60% die Ingenieure, das ist klar, die haben hier noch nicht so viel, die brauchen eigentlich alles wieder neu hier oben irgendwie, brauchen wir ja dann eh bessere Versorgung. Aber bessere Versorgung kann man sich eben nur leisten, wenn man das entsprechende Kleingeld dafür hat und da scheitert es aktuell noch dran. Ne? Also müssen wir natürlich ein bisschen überlegen. Ich würde sagen, wir müssen aufbauen wirklich noch in Werkzeugproduktion. So ein bisschen Problem mit dem Weg hier, ne? Die Straße glaube ich mal abreißen. Land kaufen, als ob ich da jetzt Geld hätte. Dachte, ich kann diese Straße abreißen. Weil die nicht ganz so glücklich gebaut ist, meiner Meinung nach. Die Textilfabrik. Die habe ich eben auch planlos gebaut. Ne? Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich vielleicht eine Schaffarm gebaut, eine Textilfabrik, hier ein Planungsbüro und schickes.
Planungsbüros sind wichtig. Die müssen echt immer in der Nähe sein. Ganz, ganz wichtiger Part, würde ich behaupten. Deswegen versuche ich jetzt, hier uns eine hinzusetzen, ein Planungsbüro. Der kriegt nämlich auf jeden Fall denn hier die Werkzeugfabrik mit rein. Den Köhler auf der gegenüberliegenden Seite müsste auch noch mit reinkommen. Ich überlege jetzt gerade nämlich dahinter, könnten wir denn noch eine Eisen oder daneben noch dahinter noch eine Werkzeugproduktion und daneben noch eine Eisenschmelze. So machen wir das. So, noch eine Eisenschmelze. Brauche ich noch 5 Werkzeuge. Eisenmine hatten wir, wollte ich nicht. Noch eine, nee, wollte ich auch nicht. Und noch eine Werkzeug wollte ich, ne? Werkzeug braucht nur 2 Werkzeug. Hat 16% Produktivität. Ich habe die zwischendurch, habe ich die, ach, die zwischendurch ausgeschaltet, glaube ich. Ja, die hat jetzt keine Straße mehr. Doch. Haben wir hier so ein bisschen Land. Jetzt hat er aber wieder Straßenanbindung. Kein Wunder, wir kriegen kein Werkzeug. Moin moin. Werkzeugschmiede ist aus. Danke, danke. Dann kann das nichts geben, ne? Trotzdem haben wir nicht gerade viel Eisen übrig gehabt. So, läuft wieder an. 116%, wie gesagt. Jetzt kriege ich aber dahinter keine mehr, ne? Jetzt habe ich das Stück Straße vielleicht ein Stück zu weit gebaut. Ich muss das Planungsbüro noch mal versuchen, einen daneben zu setzen. Das bringt auch nichts. Die Straße darf einfach nicht so weit. Das müsste eine Sackgassenstraße werden hier oben. Das schon reicht? Nee, ne? Warten wir mal kurz. Sehe ich das irgendwo? Würde es nämlich besser finden, wenn uns das schon reicht an Straßenanbindung hier. Wahnsinnig viel los hier auf den Straßen. Jetzt kommt gleich Werkzeug. Und hier wird ja wohl immer ordentlich abgeholt, ne? Ja, wie ich schon sagte, Köhlerei würde ich ja eigentlich nicht noch eine bauen wollen. Weil wir bald Richtung Kohle ja kommen müssen. Jetzt merken wir wieder, ne, diese Spedition fährt ewig, ewig lange, bevor das Werkzeug im Lager ankommt, vergeht viel, viel Zeit. Unsere Möbelfabriken, vielleicht wäre das nochmal eine Idee zum Upgraden. Planungsbüro ransetzen. Dann braucht aber irgendwie noch mehr, ne? Und Planungsbüro, die Ressource ist so wichtig, die muss eigentlich in der Mitte immer sitzen. Die muss ja auch nicht an der Straße sein.
sag mal, auch hier in die Ecke so ein Planungsbüro, das würde wahrscheinlich den kompletten Lehmgrubenbereich noch einen riesigen Schub geben. Wir haben eh immer zu viel Lehm. Wir kriegen es aktuell gar nicht zu Steine verarbeitet. Obwohl wir hier eh zu viel Müll. Wir haben auch ein Müllproblem wohl. Ist voll. Müllkraftwerk. 20.000 Strom würde es produzieren. Mit Müll. Biogasanlage. Ja, ne, hätten wir auch nichts. Immer noch so viel Müll. Symbol gibt es aber noch nicht so häufig auf der Übersichtskarte, ne? Ja, auch wieder vor Probleme gestellt, Leute. Den da. Müllkraftwerk verbrennt Müll und produziert Energie. Zwar ist es praktisch, aus Müll Energie zu gewinnen. Die umliegenden Nachbarn werden sich ja über den Gedanken nicht freuen. Naja, gut, kann ja hier hinten aufgebaut werden, so ungefähr. Solange er weit genug fährt, ist ja auch in Ordnung. Vielleicht nur aber 10 Werkzeuge wiederum für. Lassen wir erstmal wieder 8 abholen. Dann würde ich erst nochmal eine weitere Werkzeugproduktion bauen, einfach weil, ne, Werkzeug ist wichtig. Und Eisen wird ja gerade aktuell immer ein bisschen mehr, ne? Das kann ja auch verarbeitet werden. Jo, schönen Abend noch, danke fürs Einschalten. Möbel ist halt auch nichts mehr übrig, glaube ich, was groß in den Export reingeht. Und das ist auch eine ziemlich günstig auszubauende Industrie, oder nicht? Und das meine ich, bringt 3 Stück haben wir. So, hier habe ich eine gebaut. Die hat 116%. Die arbeiten alle noch mit 100%. Hier so ein Planungsbüro und dann gibt es hier noch, machen wir ganz einfach mal einen Big Schub in der Möbelindustrie. Hier kommt noch eine Möbelproduktion hin. Hier und hier kann keiner mehr hin. Das wird natürlich den Holzbedarf wieder deutlich pushen. Aber da haben wir hier noch, Kapazitätsmöglichkeiten. Dann ja auch hier, ne? Da können wir leicht noch mal vielleicht auch sogar mal einen großen Holzfäller hier reinsetzen. Der bräuchte 20 Werkzeug. Können wir halt nicht machen. So. Warum steht da überall 0%? Muss es neu kalibrieren? Ja, jetzt steht 116. Gut. Damit wir wieder Möbel auch für den Export in größeren Summen kriegen. An Gemüse ist auch komplett voll, ne? Wir haben eigentlich zu wenig Exportkapazität. Wir brauchen eigentlich noch einen weiteren kleinen Hafen. Um, glaube ich, mehr wegzukriegen, ne?
Alles nicht so einfach, sag ich euch. Hier geht auch nicht mehr hin. Hier beim Müll in der Ecke. Ich bräuchte doch hier noch mal so ein kleines Stück Strandstraße. Und dann müsste man das auch da bauen können, oder? Was? So. Ressourcen fehlen. Die Ressource ist diesmal mal wieder Geld. Ja, das lief mal besser mit Geld. Froh ist dann lange auch so. Also mit Obst und Gemüse. Wieso wird da so wenig von verkauft? Kaufen. Ja. Äpfel. Mal 60 zu behalten kann ich schaden. Das weitere könnte verkauft werden. Werkzeug werden wir wohl nicht bis 80 kriegen. Da steht auch unsere Handelskapazität 21. Ja, den Kredit hatten wir mal genommen. 200.000. Ja, hier ist ne voll runter. Das ist aber klar, weil die neue Möbelindustrie wird ja erstmal beliefert und kriegt natürlich dann ordentlichen Schwung. Der Köhler hinten hat auch durch das neue Planungsbüro einen Schub bekommen. Wir gucken mal, wo sich Holz jetzt einpendelt. Ne? Ansonsten reagieren wir mit einem weiteren Holzfäller, ist klar. Weil jedes Mal, wenn wir, haben 129% hier, 114. Ich bin mir nicht so richtig schlüssig, ob diese großen Holzfäller, ob das so viel sinniger ist, ne? Die haben bestimmt eine größere, tollere Reichweite. Aber schwierig. Jetzt waren wir gerade mal kurz über 10.000. Es wäre relativ wichtig, dass wir das kriegen, damit wir mehr exportieren können. Wir leben ja hier vom Export. Immer noch zu viel Müll. Kann ich irgendwo sehen, weiß aber keiner, oder? Vielleicht kann man es irgendwo hier gucken. Filter. Verschmutzung. Ja, schon hier die Ecke, schon ganz schön verschmutzt, ist klar. Hier auch, also die Eisen und so Industrie. Ja, also, wenn wir hier Kohlemine hinbauen, das wird kein Spaß werden, glaube ich, für die Leute, die hier wohnen. Ist halt, ich glaube, eine weitere Stadt werde ich nicht bauen, das denke ich nicht, aber also optimal ist es alles hier nicht. Also auch gerade eben kurz blau. Es ist einfach in Zukunft, dass wir dann 42 Kapazität haben. Und dann kriegen wir noch mal mehr Plätze hier rein.
Bei 42 Kapazität ist es. Wird uns vielleicht ermöglichen, unseren übermäßigen Überschuss an Obst und Gemüse abzubauen, weil es ist echt zu viel. Also versuchen es mit dem Hafen. Ne? Nachdem die Ingenieure da sind, liebe Leute, in der nächsten Folge werden wir sehen, ob das klappt. Vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und tschüss.